Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind hier bei den Outlaws und möchten gern noch einmal mit dem Doc sprechen. Ich werde das Ganze abkürzen, weil das hatten wir schon. Du verkaufst Stoff, das fragen wir mal blöd nochmal nach. Ja. Warum nennt dich jeder Doc? Das hatten wir schon. Kannst du mich heilen? Jawohl. Du hast wohl zu viel schon im Stoff gekostet. Dann erzählt, dass es ein Unfall war, glaube ich. Das glaubt ihr nur ein Toter. Wieso stotterst du dann? Und Red schickt mich. Genau, jetzt müssen wir warten. Das heißt, wir werden gleich bis zum Morgen pennen. Ist am besten, dann ist länger hell. So, gutes Nächtle. Das ist jetzt mehr als eine Stunde, aber es ist wurscht. So, und Herr Doc. Bla bla, zwei Wachmacher erhalten, wir sollen Spaß haben und tschüss. Wupp, 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 Stufe aufgestiegen. Yes, na, wie cool ist das denn? Super, da freut sie, da freuen wir uns. Da freuen wir uns riesig. Aber bevor wir dann wieder was Neues lernen tun, am besten wieder was mit Kampf und so vielleicht, wenn es passt. Ruck, werden wir hier... Blake ist nicht mehr da, kapiert, mein Freund? Und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Wenn du ab jetzt etwas brauchst, dann kommst du zu mir. Ich bin jetzt ein neuer Vorgesetzter. Scheiße, Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Das braucht dich nicht zu interessieren. Glaub mir, mein Freund, dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Hast mich ausgelacht, als ich ins Lager kam. Hast mich mit zwei Splittern abgespeist, als ich dich angebettelt habe. Ach, komm schon. Das hatte ich so nicht gemeint. Komm hier jetzt nicht mit Entschuldigung. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und wenn du nicht gehorchst, schmeiß ich dich in die Grube. So eine Scheiße. Du bist echt irre, weißt du das? Und stolz darauf. Und jetzt geh mir aus den Augen. Geil. Hey, Red. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Red, bist du das? Wo ist Blake? Was ist denn jetzt passiert? Ja, Red, bist du das? Red, bist du das? Wieso? Habe ich mich etwa verändert? Weißt du, der Bodyguard-Job war nichts für mich. Wundert mich nicht. Schau dich mal an, Red. Für dich heiße ich ab heute Crazy Red, verstanden, Ray? Wenn du meinst. Wie dem auch sei. Ich dachte mir, Blakes Job liegt mir viel mehr. Ich musste nur nah genug an ihn herankommen, ohne dass er hier im Fort ist. Und ohne dass sein Bodyguard Ryan bei ihm ist. Und du hast mir dabei geholfen. Du hast Blake getötet? Was ist jetzt mit Klaus Schulden bei Duke? Du Penner hast mich benutzt, na. Ja? Du hast Blake getötet? Ich habe bestimmt nicht mit ihm Schach gespielt, mein Freund. Das Ganze habe ich nur für dich getan. Naja, vielleicht auch ein bisschen für mich. Ich habe Blakes Position. Und ich weiß, was mit Chloes Schutzgeld passiert ist. Blake hat mich mit dem Blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt, wo er die Splitter von Chloe versteckt. Du kannst William sagen, dass Chloe ab jetzt wieder bezahlen wird. Mhm. Ihre ausstehenden Schulden werde ich ihr geben. Cool. Und was ist mit meinem Anteil? Der Blutige, vom redest du? Ja, das Unter zuerst. Der Blutige? Von wem redest du? Na, Baxter. Baxter, der Blutige. Klingelt's? Oh. Der Typ, der das vorher geleitet hat, bevor der Duke es übernommen hat. Oh Gott. Der Typ, der die Schakale des Dukes überlebt und blutüberströmt aus dem Vorhab gehauen ist. Diesen Blutigen meine ich. Gott, oh, super. Und du hast den Blutigen getroffen. Und du hast den Blutigen getroffen. Man trifft den Blutigen nicht. Man wird von ihm eingeladen. Ich habe dir das nur verraten, weil ich glaube, dass wir gute Freunde sind. Am besten vergisst du das alles direkt wieder. Kommen wir zu deinem Anteil an der Sache. Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Bei unserer ersten Begegnung hast du mir 50 Splitter überlassen, falls du dich erinnerst. Jetzt, da ich es geschafft habe, möchte ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Ich habe sogar hier für dich. Hier. Aber rede mit niemandem darüber, verstanden? Du wirst schon merken, was die Kralle bedeutet, wenn es soweit ist. Solange halte daran fest. Verliere sie nicht. Ich sagte doch, Freundschaften zahlen sich aus. Und wer weiß, vielleicht kann ich dir auf deinem weiteren Weg hier bei den Outlaws nochmal zur Hand gehen. Sofern du dich entscheiden solltest, dich uns anzuschließen. Aber jetzt muss ich mich wieder um meine neuen Pflichten kümmern. Wir sehen uns, mein Freund.
Also ganz ehrlich, ne? Wenn ich meine, ich will weiterhin Berserker bleiben und werden, aber wenn ich ein Outlaw werden möchte, also der Red, cool. Echt. Der hat mich schon geködert mit 1000 Splitter. Ich habe hier noch die Stims, die ich besorgen sollte. Ach, die? Die waren nur dazu da, um dich abzulenken. Alter. Die kannst du behalten, wenn du möchtest. Ich nehme das Zeug momentan nicht mehr. Ich muss mich erstmal in meinem neuen Posten zurechtfinden. Aber hey, mehr für dich, mein Freund. Viel Spaß damit. Danke. Alter. Warte mal. Zeig mir deine Ware. Na gut. Wenn er Heiltränke hat, möchte ich nämlich gern welche kaufen. Ehrlich gesagt. Lebenssaft. Reines Elexmana, Titrich. Wir haben von denen noch 17. Das ist noch ausreichend. Amulett der Tarnung besitzt man. Alle besitzt man. Okay. Na, er scheint für uns sonst nichts an Tränke zu haben. Macht auch nichts. Ist egal. Danke dir, Vierti. Gut, dann müssen wir noch zu William, ne? Sagen, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, Brüche gemacht, war es das? Ich glaube, ne? Ja. Gehen wir mal zum Vor, also Bordmanns zum Vor, so wollte ich sagen. Gehen wir mal zu William, gehen wir Bericht erstatten. Weil Blake gibt's ja nicht mehr, der ist ja weg. Oh, wer hätte das gedacht? Gott sei Dank haben wir auch diese Quest gemacht. Jetzt verstehe ich auch, warum sie abgebrochen ist, weil der ja verreckt ist. Ja, Unfälle passieren. Hallo William, wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehenden Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Richtig. Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Danke. Was ist mit meiner Bezahlung? Gern geschehen. Mit dir kann man gut zusammenarbeiten. Ja, gell? Jemanden mit deiner Erfahrung und deinem Fingerspitzengefühl könnten wir hier im Lager wirklich gut gebrauchen. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Ja. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Bezahl mich oder... Na, wir haben nicht genug Kampf. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter, ja. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Nein. Also jammere nicht rum. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Warte, machen wir gleich. Jetzt tun wir mal zuerst speichern. So. Boah, geilo. Hab's gesehen? Wow, das waren wieder über 3000 Erfahrungspunkte. Cool. Wir haben bald wieder Stufe aufgestiegen. Das spüre ich schon im linken Hüftknochen. Also anschließen. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Das freut mich zu hören. Aber glaube ja nicht, dass ich dich anders behandeln werde als die anderen. Nur weil du mir einen großen Gefallen erwiesen hast. Du wirst trotzdem mit dem untersten Rang bei uns anfangen. Sehr. Und denk dran, diese Entscheidung ist endgültig. Einmal ein Outlaw, immer ein Outlaw. Verstanden? Jawohl, ich überleg's mir nochmal. Alles klar. Wenn du dich doch entscheiden solltest, dich uns anzuschließen, sag mir Bescheid. Jawohl, tschüss, passt. Das hätten wir auch. Geilo. Ach, da freue ich mich, Wie schön. So, schau, und das halbe Level ist schon wieder voll. Ah, so muss das ausschauen. So freue ich mich. Gut, das bedeutet... Wir schauen uns das nochmal die Questlog an. Ich glaube, wir können uns trauen, zu den Berserkern zurückzukehren. Also, Ignaton, der Gefallen. Genau, das machen wir noch schnell. Das müssen wir noch machen. Das können wir machen. Wir werden auf die Gosch kriegen.
Wir werden auf die Gosch kriegen, weil wir haben das nämlich versaut mit Siegfried. Er ist nämlich aus meiner Sicht nicht der Schuldige, sondern Hagen. Ich werde nochmal mit Reinhold sprechen, ob unsere Vermutung richtig war. Hey, du! Du hast Hagen des Elex-Handels beschuldigt. Ja. Ich habe nochmal einen Blick in die Sache geworfen. Ja. Du lagst falsch. Was? Hagen kann es nicht gewesen sein. Okay. Es ist schade. Ich hatte solch hohe Hoffnungen in dich gesetzt. Oh. Da du falsch gelegen hast, werde ich dir das Kopfgeld selbstverständlich nicht auszahlen. Scheiße. Aber da du zusammen mit Dietrich die Hintermänner des Elex-Handels überführt hast, möchte ich dir trotz allem die Möglichkeit geben, dich uns anzuschließen. Wenn du bereit bist, ein Akolyt der Kleriker zu werden, melde dich wieder bei mir. Dann hätten wir doch Siegfried wählen sollen. Das heißt, wir haben jetzt ordentlich Dreck am Stecken, ne? Also richtig. Probleme. Weil der Typ da vorne, der wird uns jetzt auch böse sein. Wir hätten beinhart müssen Siegfried scheinbar... Aber warum nicht Hagen? Er war ja Mittag weg und keiner hat ihn gesehen. Ja, wahrscheinlich, weil das wirklich so... Weil die Protokolle wahrscheinlich so gefälscht sind, dass es wirklich Siegfried sein musste. Tja, da hatte ich dann wohl Pech. Hallo. Ich habe gehört, dass du jemanden des Elex-Handels bei Reinhold beschuldigt hast. Ja. Ich habe mich verklickt. Tja, ich musste leider hören, dass du nicht Siegfried beschuldigt hast, wie ich es verlangt hatte. Ich werde alle Händler, die unter meiner Kontrolle stehen, die Anweisung geben, nicht mehr mit dir zu handeln. Du hättest es dir wirklich nicht mit mir verscherzen sollen. Ich will, dass die Händler mir im Hort wieder mit mir handeln. Ah, das kann man aufheben. Die Händler hier im Hort wieder mit mir handeln. Was bist du denn bereit dafür zu tun? Und denk gar nicht dran, zu Reinhold zu gehen. Ich habe seinen Segen, das hier zu tun. Ich handle in seinem Namen und er vertraut mir. Einen Gefallen kann ich ja offensichtlich nicht von dir einfordern. Du scheinst dich an solche Abmachungen nicht zu halten. Also, was hast du mir anzubieten? Ich hoffe, das kann diese kleine Unannehmlichkeit aus der Welt schaffen. Haben wir schon Sechser? Nein, haben wir nicht. Ja, dann muss das genügen. Ich hoffe, das kann diese kleine Unannehmlichkeit aus der Welt schaffen. Ah, ich sehe. Langsam sprechen wir die gleiche Sprache. Betrachte uns als Quitt. Deine Schulden sind getilgt. Viel Spaß hier im Hort. Jetzt haben wir im Endeffekt mehr bezahlt, als wir hätten müssen. Okay. Passt, hätten wir das auch geschafft. Nächste Quest. Jetzt ist halt die Frage, diese Chimären können wir mal abschminken, die Mutprobe. Schminken uns da mal auch ab. Gesetz der Berserker wäre mal interessant. Spurensuche. Ob wir jetzt stark genug sind für diese Kribbeln, wäre cool, ne? Ich möchte aber trotzdem zuerst noch vorher zu den Berserkern marschieren. Weil ich möchte noch was lernen. Und zwar Kampf möchte ich mir gerne noch was anschauen. Ob man da noch von irgendwas profitieren könnten. Kampf ist echt cool. Das bedeutet, wir müssen uns porten. Goliath, und zwar mal zur Hotelruine. Jo. Lili. So, dann schauen wir uns... Aha, da schüttet es natürlich, ist eh klar. Aber andererseits mal ein bisschen anderes Wetter ist auch nicht schlecht. Dann werden wir nebenbei gewaschen. Das ist auch voll super. Ja, der muss schon rotzen. Kein Wunder bei dem Wetter. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Bitte. Ja. Yep, okidoki. Schwere Waffen braucht man nicht. Das hätte ich gern, das ist noch okay. Habe ich schon befürchtet gehabt. Paradestärke. Lässt dich mit jeder Stufe weniger schnell straucheln. Wuchtschlag. Das wäre auch nicht schlecht. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf mit jeder Stufe. Granaten. Ich würde sagen Wuchtschlag. Nehmen wir das. Jo, bin ich damit einverstanden. Ist okay. Gut. Dann zwecks, ja, uns selber weiterbilden.
Ja. Bis wir die nächste Axtstufe quasi führen können, wird es noch ein bisschen dauern. Oh. Da sehe ich gerade was. Wir könnten schon die Zahnaxt 1 nehmen. 2 Stufen dort und 1 Stufe da. Warte. Also 2 Stufen hier, 1 Stufe da. Das machen wir mal. Dann können wir jetzt schon die verwenden. Ha. Cool. Verbesserte Zahnaxt der Outlaws. Fällt nur noch ein spezielles Upgrade. Okay. Naja. Schaut ja nicht so schlecht aus. Wir könnten noch bei der Werkbank vorbeiklupschen. Ich glaube, da können wir drunter hüpfen, sind wir schneller, als wenn ich mich bohrte, oder? Naja. Naja, schneller bin ich nicht. Na, Blödsinn. Da hätte ich mich gleich bohren können. Hui. So. Aber wenn man... Der ist überleben, ne? Das war jetzt ein Überlebenstypi. Warte, ich schaue noch was kurz nach. Bring mir etwas bei. Ja. Wobei, Handwerk wäre auch eine geile Geschichte. Und zwar. Okay, Konstitution haben wir genug. Ich wollte nur schauen, ob ich was lernen muss. Mit Rüstung, da muss ich noch ordentlich Konstitution lernen. Diatrophäen, sowas zum Beispiel. Intelligenz. Wäre cool. Guter Esser. 5 Stufen bei Intelligenz würde ich brauchen. Das können wir uns ja schon mal hintrainieren, schön langsam, ne? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Okay. Ich könnte eh nur. Okay. Das nächste Mal, wenn wir vielleicht eine volle Stufe von dem haben. Wir könnten aber auch alles hier reinstecken, um mehr Damage zu machen. Oder ich lasse, weißt du was, ich lasse das jetzt, nein, ich möchte das nicht, ich lasse das einfach mal, mach mal so. Ich lasse das jetzt beinhart einmal und spare mir das Eisen für eventuelle nötigere Skillpünktchen, also Fähigkeiten. Ne? Ich hätte gern die Anleitung. Naja, man kann nicht alles haben, Werkbank, so, da will ich hin. Zahnaxt, kann ich dich aufwerten können? Ja, bringt es mich was? Nein, dafür bin ich viel zu schwach. Dann müssen wir sie da mal auf Stufe 1 lassen. Darf ich dich denn schon sockeln? Das geht leider auch nicht, weil die Zahnaxt hat keinen Sockel. Hat die Stufe 2 Möglichkeit, dann einen Sockel zu haben? No. Schade. Wirklich schade. Na gut, bin ich gern. Können wir dafür uns Tränke bauen? Hm. Ich glaube nicht, oder? Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Aber hier 8 Stück. Das machen wir mal. Großer Heiltrank. Passt. Gut. Schließen. Das heißt, ich könnte da jetzt mal unser Inventar wieder ein bisschen immer dieser Technikkram aufwerten, indem so mächtiger Mana-Trank, großer Heiltrank, den stopfe ich mal hierhin. So. Heiltrank haben wir eh nur einen, den spare ich mal, da haben wir auch nur einen, passt. Ja, würde ich sagen, ist gut so. Okay, da der Part jetzt gleich zu Ende ist, werde ich uns noch dorthin porten, wo wir hin müssten, da. Großer Aufzug, ja. Schauen wir uns dann das mal an. Vielleicht können wir das noch schaffen. Das würde mich sehr freuen. Mit unserer neuen Waffe. Das wäre echt eine coole Geschichte. Ja. Achso, da bin ich verkehrt. Hoppala. Naja, nicht unbedingt ganz... Nein! Mist, ich wollte jetzt reinfliegen, elegant, aber das hat jetzt überhaupt nicht hingehaut. Na gut. Ich wollte uns nur noch ins Tal bringen. Heideka! So muss das ausschauen.
Also, dann holen wir den Lift. So. Und bis der Rom ist, können wir echt den Part beenden. Na gut, ihr Lieben, dann war's das wieder für heute. Im nächsten Part schauen wir uns die drei Alps da unten an, ob wir die zusammenschlagen können. Ich hoffe, das wäre ganz toll. Und dann werden wir uns wahrscheinlich schon bald den Berserkern anschließen können. Jo, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!